Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 in der Gold Edition. Und wie versprochen, gucken wir jetzt mal hier bei so ein paar Händlern. So hier, der ist egal. So, Moment, bei Tandor. Was mit dem Trupp passiert? Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Okay, shit. Gut, zeig mir die Ware. Oh, der Kerl, der hat paar Armbrüste, der hat paar Armbrüste. So, Alter, okay, scheiße. Kacke. Für die Armbrust, die brauchen wir 80 Stärke. Für die brauchen wir 30, aber die ist eigentlich zu schlecht für uns. Hier ist der Jagdbogen, den wir benutzen können, sobald wir Geschicklichkeit noch ein bisschen verbessern. Tja, das ist wohl dumm gelaufen, Freunde. Und ich dachte, wir können jetzt die Waffe schlechthin kaufen. Aber so ist es nicht. So ist es scheinbar nicht. Oh Mann. Palaf. Engor, wer ist Engor? Wo finde ich? Im Haus der Ritt. Okay, was gibt's Neues? Dieser Ver... Ja, bla bla bla. Doba. Läuft die Arbeit? Läuft könnte besser. Sag mir, wie ich gutes Schmerz schmiede. Nein, nein, nein. Alles egal. Oh Mann, Leute, ich dachte, wir können uns jetzt hier die Mega-Armbrust kaufen. Die Mega-Armbrust von Welt her, aber nein. Ist doch alles nur Gerede. Okay, warte mal, wir suchen mal Auric und sagen ihm erstmal Bescheid, was mit seinem Bruder passiert ist. Bist du Auric? Alter, jetzt hänge ich ja auch noch im Boden fest, oder was? Bist du Auric? Nein. Ah, warte, ich speichere lieber erstmal. Ah, ich habe ja schon gespeichert, okay. Oh Mann, das fuckt mich ab jetzt. So ein Dreck. Das heißt, wir bräuchten 80 Stärke für die nächstbeste Armbrust. Die wir nehmen könnten. Die wir nehmen könnten. Okay, hier, Waffenknecht, Waffenknecht. Wer ist das hier? Gerold. Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Ah, der Gorn ist krasser Typ, ey. Gorn ist krasser Typ. Okay, warte mal. Wir können ja Gorn freilassen. Ich muss dafür, glaube ich, nochmal kurz mit Milton reden. Das machen wir mal eben. Dann suchen wir weiter nach Auric. Okay, also wir können definitiv Armbrüste kaufen, Leute. Da lag ich nicht falsch, aber... Das ist wirklich nicht mein Problem. Nicht die Armbrüste, die ich gehofft habe. Schade. Milton! Hey, du! Okay. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Wo sind Gorn und... Nun... Blablabla, bla, bla, okay. Was kannst du mir berichten? Für... Pipapo, alles nicht wichtig. Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. Ja, okay, das wissen wir ja. Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen. Jetzt... Okay, ja, ja. Gut, er kann ja kein Erz untersuchen, wenn keins da ist. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Gut, warte mal. Muss ich dann nochmal mit Lord Garon reden? Bevor wir Gorn freilassen können? Weil wir müssen ja irgendwie so einen Handel machen, so quasi. Sicher. So eine Art Handel oder... Keine Ahnung. Irgend so ein Deal. Warte, ich such den Kerl mal. Ich such den mal. Garond müsste ja... Müsste der hier nicht irgendwo sein? Hier so? Garond! Garond, bist du hier? Garond! Letztes Mal war er doch hier oben. Ist er jetzt unten oder was? Mein Gott, er kann sich auch nie entscheiden, der Kerl. So, warte mal. Gehen wir nochmal runter. Da müsste auch der Auric da sein, oder? Glaube ich. Eigentlich. Warte mal, ich gucke mal. Boah, muss ich schon gehen, ey. Warte mal, Ritter, Auric. Hey, du. Okay, was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladin. Es liegt... Okay, bla bla bla. Ich habe eine Nachricht für dich. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener.
Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Okay, mach das. Mach das. Mach das, okay. Reden wir mal kurz mit Garon, bitte. Okay, ich will, dass du Gorn freilässt. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Was ist ein Haufen Gold? Gorn hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Nur Innos entscheidet über Recht und Recht. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Das war keine große Sache. Ach Gott. Meine Meinung kennst du ja schon. Das ist nicht zum ersten Mal. Warum so viel? Die Probleme habe ich gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay. 1000 Gold für Gorn. 1000 Gold. Da war ich doch gar nicht so verkehrt mit dem Deal. Ich wusste doch, dass es so ist. Okay. Kerolot. Was mit Fernkampf? Okay, kann ich Einhand und so lernen? Stärker werden kann ich ja bei Brutus, wenn ich will. So, bei Uda kann ich Fernkampf lernen, nicht wahr? Wie sieht denn der Burg aus? Bla bla bla. Ach nee, doch nicht. Bei wem kann ich den Fernkampf lernen? Oder war das Zengrad? Nee, kann ich Spruchrollen kaufen? Okay, warte mal, lass dir nochmal ansprechen, Kerolot. Wie ist mit Fernkampf? Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Aha, doch Uda. Wahrscheinlich muss ich erst die Info haben, bevor ich fragen kann. Klingt natürlich logisch. Uda, kannst du mir das beibringen? Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Bring mir das Armbrustschießen bei. Bring mir Armbrustschießen bei. Verzieh dich. Vor der Burg laufen genug Ziele rum, über denen. Okay, wir lernen ja auch... Verdammt nochmal. Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Okay, krass. Ich will... Okay, Das ist ein krasser Typ. Das ist ein krasser Typ. Okay. Ja, müssen wir jetzt Armbrust lernen. Ich will halt auch eigentlich Armbrust lernen. Ich meine, wir haben jetzt im Moment nicht die Stärke, um irgendeine Armbrust zu benutzen. Weil es ja scheinbar kompletter Ripp ist. Okay, wir können das... Ich warte noch. Ich warte noch. Wir haben jetzt momentan 14 Lernpunkte. Okay, warte mal. Die nächste Armbrust, die wir kaufen können. Wir gucken jetzt nochmal bei Tandor. Komm. Zeig mir die Waren. Okay, der nächste Bogen wäre der Jagdbogen. Der würde uns 400 kosten. Und den könnten wir in 2 Geschicklichkeitspunkten erreichen. Wenn wir irgendwen finden, der uns Geschicklichkeit beibringen kann, könnten wir den Jagdbogen direkt benutzen. Ja? Ich könnte sogar so weit gehen, den Ulmbogen zu benutzen. Nee, könnte ich nicht. Warte, das sind 50. Nein, vergiss es. Okay. Oder wir gehen in der Stärke extrem hoch und kaufen uns halt eine Armbrust. Braucht 80 Stärke, macht 110 Schaden, kostet aber 1200. Tja. Das ist eine Frage, hä? Freunde. Das ist eine Frage. Ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, ich gehe jetzt erstmal pennen. Und dann gucken wir mal weiter. Weil wir müssen irgendwie stärker werden, mehr Geld bekommen, mehr Geschicklichkeit, keine Ahnung. Wir müssen einfach besser werden. Ansonsten fangen wir halt jetzt schon mal mit der Quest im Minental an. Und das wäre dann sonst jetzt die nächste Option, dass wir halt wirklich rausgehen und dort schon mal anfangen, um uns zu prügeln. Da finden wir auch automatisch Gold und so einen Scheiß. Ja, über kurz oder lang findet man da quasi alles. So, warte mal, kann ich hier eigentlich rein? Mit den richtigen Schlüsseln kriege ich das nicht. Okay, kann ich nicht. Gut, wir könnten jetzt nochmal gucken, ob uns der Typ da draußen vielleicht zu den Gefangenen lässt. Aber ansonsten würde ich jetzt eigentlich eher lieber nochmal rausgehen und lieber noch ein bisschen da draußen rumkämpfen und so und mich da um die einzelnen Quests kümmern. So, Geralt. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich.
Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Das war doch klar. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein. Und wenn ich dir Gold zahle? Wir können nur abwarten. Nein. Das liegt auf der Hand. Schläfst du eigentlich nie? Nein. Enos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Okay. Alles klar. Gut. Mach das mal. Okay, warte mal. So, jetzt warte mal. Wir müssen mal kurz ins Haus der Ritter. Ich will mal noch kurz mit ein paar Leuten hier schnacken. Warte mal, weil irgendein Kerl namens Engor, mit dem müssen wir auch noch quatschen. Hier ist erstmal kurz Parsival, wir reden auch mal mit dem. Kennst du einen Weg zu den Schiffschulen? Okay, ja, das wissen wir alles. Wir haben ja die Karte und so weiter. Das ist nicht wichtig für uns, diese Infos hier. Also absolut nicht wichtig. Ich habe eine Karte und ich weiß, wo ich hin muss. Okay, wo ist denn der Engor? Engor muss hier irgendwo sein. Ist hier Engor? Ach nö, hier ist aber eine Truhe. Ach, die muss ich knacken? Hier, warte. Links. Rechts. 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 Links. Links. Rechts. Links. Wow. Aus dem Kopf. Okay, wir holen alles raus. Gib. Sehr schön, danke. So. Keine Ahnung, wer das geklaut hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer die Sachen mitgehen lässt. Türschlüssel? Frag mich nicht, ey. Goldener Kerze. Ich noch nie zuvor gesehen, die Sachen. Ich weiß nicht, wer hier irgendwas mitgenommen hat. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Engor, wo bist denn du? Engor? Engor. Guck mich nicht so an. Guck mich. Bitte nicht so an. Ich muss diese Tür schließen. Danke. So, guck mal. Ah, hier ist ein Dietrich. Mensch, guck mal, hier ist auch ein Trank. Boah. Okay, hier wäre auch eine Laute. Die Laute lassen wir aber mal laut sein. Wir knacken mal die Truhe hier auch noch. Rechts, rechts. Links, links. Rechts, rechts. Links, rechts. Links, links. Okay. Rechts, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links? Okay. Das will doch keiner wissen. Grobes Kriegsbeil. Zweimal. Nehmen wir. Geld nehmen wir auch. Okay, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 840. Wir nähern uns den 1000 Gold. Bald können wir Gorn freikaufen. So, warte mal. Der Engor müsste aber hier irgendwo drin sein eigentlich. Den suche ich ja eigentlich. Ne? Der Engor ist eigentlich der Kerl, nach dem ich die ganze Zeit auf der Suche bin, aber der irgendwie unauffindbar ist. Genau das habe ich auch gesagt. So, hier ist noch eine Truhe. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts. Was? Moment. Ich muss aufschreiben. So. Rechts, links, links, rechts. Okay. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Oh, doppel. Rechts, links, links. Rechts, rechts, links. Ah, jetzt ist offen, okay. Gut, ob sich das jetzt gelohnt hat, ist die andere Frage. Aber wir haben jetzt über 300 Pfeile. Sollte ich vielleicht doch auf Bogen gehen? Ich weiß es nicht. Man muss eben aufpassen, was man so. Ich will nicht auf Bogen gehen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Wir haben ja gerade einen Türschlüssel bekommen. Ich frage mich, wofür der Türschlüssel ist, den wir gerade bekommen haben. Ist er für diese Tür hier? Weiß ich nicht. Hier ist aber niemand drin, aber es sind zwei Truhen da. Na, wer wird denn da widerstehen können? Okay. Diebestour in der Burg, Alter. Rechts. Okay. Rechts, links, links, ja. Rechts, links, 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 rechts, Alter, viermal links. Rechts, links, 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 rechts, nochmal links.
Rechts, links, 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 links. Oh, Alter, sechsmal hintereinander links. What the flying fuck, Alter. Sechsmal hintereinander links? Wir haben über 350 Pfeile. Ich muss auf Bogen gehen. So viele Pfeile kriege ich nie wieder. Nie wieder. Okay, nächste Truhe. Wir fangen mit rechts an. Das ist schon mal gut. Nochmal rechts. Ist gut. Jetzt links. Dreimal rechts. Jetzt links. Viermal rechts. Fünfmal rechts. Sechsmal rechts. Einfach nur nach rechts, dann geht die Bude auf. Alles klar. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay. Wir haben alles geklaut, was es hier drin zu klauen gibt, glaube ich. Ohne, dass es irgendwer bis jetzt gemerkt hat. Wäre natürlich doof, wenn wir jetzt rauskommen und irgendwer sagt, hey, hey, warum klaust denn du? Und dann denke ich mir so, ah. Oh, mich quatscht keiner an, okay. Okay. Okay, wir müssen irgendwo diesen Engor finden. Und der muss hier irgendwo sein. Der verkauft nämlich Shit. Warte mal, Palav? Was gibt's Neues? Was gibt's noch? Dieser verdammte Engor soll mehr Rationen verteilen. Ja, dieser verdammte Engor. Okay. Ich glaube, der müsste hier in dem Haus hier drin sein. Irgendwo. Hier vielleicht? Engor? Nein? Kein Engor. Da ist er doch. Engor. Hi. Hey. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja, ich bin's. Ja. Schön. Ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Will ich nicht. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Ja, hab Sachen geklaut. Okay. Ich hab gehört, du teilst die Rationen ein. Ich hab gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn Nein. du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Okay. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Hm. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn okay. du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Das kommt darauf an, wie viel, aber kann ich machen. Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm 24. wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. 24 Stücke hey, Fleisch, du. Okay? Gut. Zeig, hast du was Interessantes für hast mich? Hast du was Interessantes für mich? Ich kann dir eine bessere Rüstung besorgen, eine schwere Milizrüstung, wenn das für dich interessant ist. Kostet das ist interessant. Natürlich eine Menge. Also besorg dir das Gold, dann kriegst du die Rüstung. Was kostet die denn? Da stehen die Kosten nicht. Besorg dir erst... Die Kosten stehen nicht da. Oh mein Gott. Zeig. Aber ich weiß ja, das ist zwei... Der verkauft Armbrüste. Leichte Armbrust. 70 Stärke. Jagdarmbrust. 40 Stärke, 70 Schaden. Die ist besser als unsere Armbrust, als unser Bogen. Nehmen wir die. Könnten wir uns leisten. Ich könnte mir aber auch die hier leisten. Dann bräuchte ich aber wieder 10 mehr Stärke. Hm. Okay, was kriegen wir sonst noch so? Rohstahl. Gekauft. Rohstahl ist ja quasi gleichbedeutend mit Geld. Im Grunde genommen, ne? So, dann haben wir hier noch Ring der Unbezwingbarkeit. Ist halt die Frage, ob man 2 Ringe gleichzeitig anlegen kann. Aber ich würde jetzt tatsächlich erstmal sagen, Freunde, wir upgraden uns mal zur Jagdarmbrust, oder? Oder warten wir noch und nehmen dann erst die leichte Armbrust? Die könnte ich mir leisten auch. Ich meine, ich kann noch ein bisschen Zeug verkaufen. Wir verkaufen, glaube ich, gerade erstmal. Komm, hier, Paladinschwert, Kriegsball, Dolch. Okay. Ich könnte halt auch die ganzen Pfeile verkaufen und hätte dann 358 Gold mehr. Dann hätten wir auch genug Gold, um Korn freizukaufen. Aber ich frage mich gerade wirklich, wie das mit den Ringen ist. Weil wenn ich mehrere Ringe gleichzeitig anziehen kann, dann würde ich definitiv sehr, sehr gerne sogar, noch den Ring der Unbezwingbarkeit kaufen. Und dann die andere Armbrust. Ich google das mal eben. Okay, Freunde, ich kann jetzt im Netz gerade leider nichts finden. Ob man mehrere Ringe tragen kann oder nicht. Ich meine zu wissen,
dass man zwei Ringe tragen kann. Ich weiß es aber nicht. Ich speichere jetzt gerade mal. So, zeig mir die Waren. Und wir kaufen von Engor den Ring der Unbezwingbarkeit. Kostet 600. So. Wenn das nämlich geht, wäre das absolut Premium. Sehr, sehr geil. Und es geht. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Damit haben wir jetzt zwei Ringe an. Und ich habe noch genug Gold übrig. Warte mal. Nein, erst einmal zurück. Zurück. So, wir ziehen unseren Bogen aus, Freunde. Hey, du. Ab sofort hat unser Bogen leider ausgedient. Und wir verkaufen ihm unseren Bogen und alle Pfeile. Alle Pfeile. Und kaufen dafür die Jagdarmbrust. Und dann haben wir noch 176 Gold übrig. Let's go. Okay. Sehr, sehr gut. Wir rüsten die Armbrust aus. Okay, Freunde. Sieht gut aus für uns. Wir haben ja auch noch den Gürtel der Kraft. Den könnten wir eigentlich so langsam auch mal verkaufen, ne? Und als nächstes sparen wir dann jetzt eigentlich auf die... auf die schwere Milizrüstung. Es gibt viel zu tun, bis wir uns die leisten können. Aber wenn wir nach und nach jetzt Zeug verkaufen, haben wir bestimmt irgendwann... irgendwann, eines schönen Tages, 2000 Gold. 2500 Gold. Okay, warte mal. Ich habe hier ja eben noch irgendeinen Zimmerschlüssel. Nein, warte mal. Für die erste Tür. Eingraviert ist der Name Gomez. Schlüssel, ein kleiner Schlüssel. Den Schlüssel haben wir ja eben aufgehoben quasi. Ist wahrscheinlich noch aus alter Zeit hier. Und den sollten wir hier irgendwo eigentlich benutzen können. Bei irgendeiner Tür. Bei irgendeiner Tür sollte ich den benutzen können. Frag mich nicht, bei welcher Tür. Da steht die erste Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber ich weiß nicht, welche Tür damit gemeint ist. Aber für irgendeine Tür ist er definitiv da. Damit können wir auf jeden Fall irgendwas aufschließen, Freunde. Das höre ich zum ersten Mal. Drüben in dem Haus waren wir eigentlich in jedem einzelnen Gebäude, in jedem einzelnen Raum drinne. Sag nicht, das hast du. Gucken wir mal hier drüben. Was ist denn hier? Ach, die haben hier irgendwas. Hey, hier sind zwei Truhen. Okay, warte mal. Wir haben nur noch zwei Dietriche, deswegen speichere ich gerade mal vorher. Vier Dietriche haben wir nur noch. Und ich will die jetzt ungern alle komplett zum Mond schießen, die Dietriche. So, deswegen versuchen wir es mal. Okay, wir haben links. Links, rechts. Okay, das war easy. Das war easy. Wir haben keinen Dietrich verloren, alles cool. Und die hier? Wieder lässt sich nichts machen. Hä? Da lässt sich nichts... Okay, die können wir nicht öffnen scheinbar. Okay. Mal gut. Dann halt nicht. Mein Problem soll es nicht sein. Okay, jetzt bin ich gerade aber noch überlegen. Für was... für welche Tür dieser Schlüssel sein kann. Irgendeine Tür muss man damit öffnen können. Ist es vielleicht die hier drüben? Weiß ich nicht. War das die Tür? Ist es die richtige Tür? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ich weiß es. Ich meine... Rohstahl. Okay. Wir können jetzt drei Waffen schmieden. Drei Waffen. Das sind wieder 400 oder 500 Gold. Ich will einfach nur die schwere Milizrüstung haben, Freunde. Das wäre definitiv eine Rüstung, die uns erstmal den Arsch retten würde, mehr oder weniger. Hier im Minental. Ich meine, natürlich können wir die uns nicht mehr leisten, bevor wir jetzt hier zu unserer Exkursion aufbrechen. Das können wir vollkommen vergessen. Dass wir uns die vorher noch irgendwie besorgen könnten. So, sind ein paar Fälle. Die gönne ich mir mal. Okay, dann kommen wir hier oben lang. Hey, hier liegt ja auch noch ein bisschen Zeug. Spruchrolle. Ein leichter Fisch. Und eine Truhe. Wie es der Zufall so will. Ich speichere mal wieder vorher. Wie gesagt, ich will jetzt wirklich nicht die ganzen Dietriche verballern, Freunde. Das muss wirklich nicht sein. Okay, gehen wir mal dran. Rechts hört sich schon mal gut an. Okay, rechts, links. 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 Links, okay.
rechts, links, 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 rechts, nochmal rechts, nein doch nicht, dann wieder links, rechts, links, 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 rechts, links, und offen ist die Truhe, Kugelblitz ist da drinne, krass, boah, der würde richtig übel Schaden machen, okay, warte mal, wir laden neu und knacken die Truhe auf. Okay, das ist jetzt quasi so eine Folge, in der wir uns quasi nur ausstatten, ne? Ist schon krass eigentlich. Rechts, links, 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 rechts und wieder links. Okay. Gut, wir holen alles raus. Kugelblitz ist uns bestimmt mal von gutem Nutzen. Der gute alte Kugelblitz. Okay, von hier aus könnte ich dann jetzt quasi einfach nur hier runterhüpfen. Und guck mal, hier sind wir ja beim Haupttor, hä? Oder? Hier ist eine Wache. Da wäre auch eine Truhe. Hier liegt eine Laborwasserflasche. Ist diese Truhe zu? Kann ich aber einfach öffnen. 10 Gold nehmen wir raus. Scheiß drauf. Okay. Hier ist auch eine Truhe. Kann ich die auch knacken? Kann ich. Wir speichern wieder vorher. So. Auf die Truhe, fertig, los. Warte, ich muss aufschreiben. Okay, nein. Wir haben links. Doppellinks? Nein. Links, rechts, rechts? Nein. Links, rechts, links. Links. Links, rechts, links, rechts. Rechts. Alter. Links, rechts. Links, rechts, links. Rechts. Nein, dann ist doppellinks. Okay, links, rechts, links, rechts, links, links. Und dann ist sie offen. Okay, wir haben hier Gold drinne, einen Erzbrocken und die Windfaust. Das höre ich zum ersten Mal. Okay, ganz schön krasse Zauber hier. Okay, wir laden natürlich neu, damit wir hier nicht unser Zeug verschwenden. Unsere Dietriche, die sind nämlich kostbar. Okay, wir haben links, rechts, links, rechts, links, links. Und räumen die Bude aus. Okay. Sehr gut. Okay, ich lass mich mal hier runterplumpsen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir vielleicht ausräumen können? Vielleicht bei Milton drinnen irgendwas? Ich meine, wir haben ja auch, glaube ich, noch nicht die Tür gefunden, wofür der Schlüssel war, oder? Oder? Nicht, das hast du nicht gewusst. Keine Ahnung, wir gucken mal. Über Milton hier sind ja auch Räume und Truhen. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Sachen, die in irgendeiner Art und Weise vielleicht nützlich für unsere Abenteuer im Minental sind. Kann ja immer mal sein. Okay, hier ist definitiv eine Truhe. Das ist eine große Truhe. Okay, gucken wir mal. Links, links? Nein. Oh, wow. Oh, wow. Okay, wir haben... Links, rechts. Links, rechts. Rechts, nein. Links, rechts, links, links. Okay, wir haben keine Dietriche mehr. Alter, was ist denn das für eine Truhe, Mann? Also haben wir links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Und dann ist sie offen. Da sind 29 Gold drin. Üble Truhe. Üble Truhe mit wenig Inhalt. Boah, hat sich ja gelohnt, ne? Okay, gehen wir runter. Gut, das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, Freunde, ist Folgendes. Wenn die Leute hier alle schlafen gehen, dann geht der Paladin hier als letztes schlafen. Der Paladin hat einen Schlüssel dabei für den Lagerraum von dieser ganzen Anlage hier. Das heißt, wenn die Leute pennen gehen, boxen wir den um. Wir haben den Zauberspruch vergessen, den wir auf ihn casten können. Wo ist er denn? Hier, vergessen. Dann vergisst er, dass wir ihn umgeklatscht haben. Und dann können wir hier alles ganz tapfer ausräumen. Deswegen würde ich mal sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Trooper verabschiedet sich. Dann werden wir das nämlich mal testen. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Und bis dahin.